Hallo, liebe Freunde! Ich möchte euch zu Beginn des neuen Jahres 2022 zwei Bücher ans Herz legen, die ihr unbedingt lesen solltet. Zum einen ist es das Buch von Freya Clear, Unter mysteriösen Umständen, die politischen Morde der Stadtsicherheit, in dem die Autorin, Schauspielerin, Theaterregisseurin, Dokumentarfilmerin und Bürgerrechtlerin über das dunkelste Kapitel des Unrechtsstaats DDR schreibt. Anhand vieler einzelner Schicksale beleuchtet Freya Clear die Schreckensherrschaft des Staatssicherheitsdienstes, eine Blutspur, die sich vom Beginn der DDR bis in unsere Tage verfolgen lässt. Da wird jugendlicher Widerstand mit Todesurteilen, die in Moskau vollstreckt werden, bestraft. Und arrangierte Unfälle lassen einen Skispringer beim Schanzensprung seinen Ski verlieren, einen Fußballer mit seinem Auto ums Leben kommen. Und auch die Autorin Freya Clear selbst und ihr damaliger Mann Stefan Kraftschick einen Autounfall nur mit sehr viel Glück überleben. Ein Buch, das sich auf 294 Seiten wie ein Kriminalroman liest, dessen Attentate, Folter und Giftmorde jedoch historische Tatsachen sind. Nicht zuletzt die Giftmorde, die sich aufgrund der verabreichten, toxischen und strahlenden Substanzen bis weit nach Ende des Unrechtsstaates DDR hinzogen, was ja auch beabsichtigt war, sie machen deutlich, dass die Stasi-Machenschaften auch heute noch Wirkung zeigen. Freya Clears Buch erschüttert und rüttelt aber zugleich auch auf, endlich ernst zu machen mit der Aufarbeitung des Unrechtsstaates DDR und den Machenschaften ihres Staatssicherheitsdienstes. Unglaublich, dass noch heute ehemalige SED-Leute im Deutschen Bundestag sitzen. Schlimm aber auch, dass die ehemaligen Mitarbeiter des Staatssicherheitsdienstes für ihre Untaten hohe Renten beziehen, während ihre Opfer und deren Angehörigen oftmals mit einer kleinen Rente ums Überleben kämpfen müssen. Ich hatte das große Glück, die Autorin und Bürgerrechtlerin Freya Clear bei einer Lesung einmal persönlich zu erleben und ihr zu begegnen. Eine tolle Geschichtsstunde war das. Hoffentlich bald wieder einmal möglich. Das Buch Unter mysteriösen Umständen, die politischen Morde der Staatssicherheit, ist im Herder Verlag erschienen und kostet 26 Euro. Eine Investition, die sich lohnt. So wie auch bei dem zweiten Buch, das ich euch gern vorstellen möchte. So ist das Buch Der Verrat am C, Einsichten und Ansichten eines ehemaligen CDU-Mitglieds von Eugen Abler, ein tolles Bekenntnis zu den Werten des C, also des Christentums, die in der CDU durch ein Abdriften nach links bei vielen Themen nicht mehr zu finden sind. Der Autor Eugen Abler aus Bodeneck im Kreis Ravensburg, der ein engagierter CDU-Politiker auf den verschiedensten Ebenen war und nach 43 Jahren die CDU verließ, bringt es in seinem 320 Seiten zählenden Buch auf den Punkt, wo sich die CDU vom C in ihrem Parteinamen verabschiedet hat. Ob es die Umsetzung der Genderideologie ist oder das Adoptionsrecht für gleichgeschlechtliche Paare, ob es die Ehe für alle ist oder der Lebensschutz oder auch die Frühsexualisierung der Kinder und die Einführung des dritten Geschlechts. Alles Themen, wo die CDU nicht mehr mit ihrem C, sondern mit dem Zeitgeist Politik betreibt. Ich hatte kürzlich ein tolles Telefongespräch mit Eugen Abler, dem Autor des Buches, und es war schön, sich als Christdemokraten bei den bereits erwähnten Themen einig zu sein. Schade nur, dass Eugen Abler nicht mehr zur CDU gehört. Braucht die CDU doch Christdemokraten seines Formats? Ein tolles Buch, das Eugen Abler geschrieben hat. Eine Schrift, die Pflichtlektüre für den neuen CDU-Bundesvorsitzenden Friedrich Merz und die Kommission für das neue Grundsatzprogramm der CDU sein sollte. Will man verlorene konservative Wähler wieder zurückgewinnen und weitere CDU-Mitglieder, denen das C heilig ist, nicht verlieren? Das Buch Der Verrat am C, Einsichten und Ansichten eines ehemaligen CDU-Mitglieds, ist im Gerhard Hess Verlag erschienen und kostet 18,90 Euro. Unbedingt lesen. Ja, liebe Freunde, soweit also meine Buchempfehlungen zu Beginn des neuen Jahres 2022. Alles Gute und viel Freude beim Lesen. Euer Helmut.